Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir spielen Super Smash Bros. Gegen den Ricky. Hallo Cornel, na? Na Ricky? Ich hoffe ja, dass man den Part hier sieht. Ja, ich auch. Wir spielen Best of 3. Best of 3? Bam. Und ich hoffe, ihr seht ihn, weil... Leute, es ist so schlimm. Oh, warum hat er nicht getroffen? Hä? War das ein... Haben wir uns gerade beide gleichzeitig getroffen? Das sah so aus, ja. Ich mach dich so fertig, ich bin so competitive geworden. Und Ricky? Ich merk das schon. Ich merk das schon, du bist schon besser als Wollo. Na gut. Also ich, ohne spoilern zu wollen, ich hab Wollo ganz schön vernichtet in dem Part. Echt? Da, also die musst du dir angucken. Grade... Oh mein Gott, bitte. Nein. Oh Mann, warum passiert mir das? Ich darf diese Attacke einfach nicht benutzen. Nee, die ist ganz schön... Ich find's... Wie findest du Bowser Jr. so? Kommst du damit gut klar? Ja, ich finde ihn mega krass. Cool. Besser als Kirby? Das will ich so jetzt nicht sagen. Man muss ja nicht immer alles miteinander... Och, Mann. Also, Leute. Es ist so scheiße, wenn man sich nicht auf seine Technik verlassen kann. Ja, das stimmt. Ah, deswegen bin ich hier natürlich gerade auch... Ich bin ein bisschen gehandicapt in diesem Kampf, aber ich werde Ricky trotzdem besiegen. Natürlich, denn... Er hat Angst, dass gleich irgendwann einfach ein Bluescreen auftaucht. Ja, ich habe momentan immer Bluescreens mit Recentral. Das konnte man auch sehen bei der Aufnahme. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Ob ich irgendeinen Virus mir gezogen habe, der dafür verantwortlich ist oder... Ich würde es einfach mal neu aufsetzen. Ich will nicht formatieren. Ja, so schlimm ist es doch nicht. Doch. Wieso? Alter, weil du da voll viel da machen musst. Oh nein, aber dafür würde alles funktionieren vielleicht. Wer weiß, ne? Ja. Also hast du sonst nichts zu tun? Na, das würde ich so jetzt nicht sagen. Oh, das doch, doch. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Verdammt. Ricky? Ja, ich bin doch da. Bam! Achso. Jetzt hab so. Ob du kurz wegfährst, hab ich gedacht. Nein, ich wollte dich einfach töten. Achso. Kannst du mal rausfliegen? Was ist denn los mit dir? Ich bin Luigi. Luigi fliegt niemals raus. Ich bin zwar immer die Nummer 2, aber ich hab dich gepumpt. Das ist doch nicht, Alter. Komm schon. Tree Stock. Bitte dich, Ricky. Du, weißt du, Ricky ist ja ein ganz netter, aber der ist immer. Der hat immer den Hang so zum Größenwahn, glaube ich. Man muss ja sich große Ziele setzen, ne? Naja, klar, aber. Verdammt! Oh, Tree Stock. Ja, das ist mal wieder der obligatorische Stein. Meine einzige Schwäche. Ja, genau. Nein! Es ist übrigens schön, dass wir beide die farblich uns passend angezogen haben. Ah! Oh Gott. Uns beide farblich passend angezogen haben. Beide rosa. Ach so, du bist rosa? Ja, ich bin der warme Luigi. Der warme. Ja, richtig warm. Ach so. Das war gerade ganz dumm. Ich habe gedacht, weil ich ausgewichen bin, ist die Attacke dann nichtig. Das war sie irgendwie nicht. Nicht wirklich, nein. Trifft aber auch. Oh Mann! Ey, aber meine Attacken treffen auch überhaupt gar nicht. Ich bin halt einfach zu gut. Nee, das war einfach ein richtig schlechter Kampf. Vielleicht. Oh Mann! Diesen Kampf werdet ihr leider nie sehen. Ja. Oh, Blue Screen. Oh nein! Oh nein, oder. Oh. Verstehst du mich? Cornel? Vicky, ich höre dich nicht. Ah, okay. Okay, wir machen einen Best of 3 für alle, die das nicht verstehen. Wenn Ricky jetzt nochmal gewinnt, hat er gewonnen. Das wird aber nicht passieren. Nein. Denn, was hole ich jetzt raus? Bitte lass es drin. Du musst so L und B drücken. L und R. Warum sag ich immer L und B? L und B ist Xbox, oder? Ich glaube tatsächlich. Nee, LB. Es gibt doch die Knöpfe LB. Ja, genau. Deswegen sag ich das immer. Okay. Captain Burn! Schade. Das wäre super gewesen. Oh, nein, verdammt. Oh, ihr merkt, wie Korn sich konzentriert. Ich wollte dich greifen, aber es hat natürlich wie immer nicht funktioniert. Okay. Ich bin dem Stein ausgewichen. Ich bin gerade voll stolz auf mich. Glückwunsch. Das ist der größte Triumph in meinem Leben. Irgendwie, ich bin einfach... Du bist zu sehr abgelenkt, du hast zu sehr Angst. Nee, ich bin zu langsam in meinen Aktionen.
bin auch einfach zu gut geworden, das ist auch einfach. Na, das würde ich so jetzt nicht sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was machst du denn? Ich wollte einen Falkenpunch machen, aber es hat nicht funktioniert. Nee, nein, nein, dass du so gut geworden bist. Ich weiß nicht, ich sehe das Ganze in letzter Zeit lockerer. So. Ich war vorher so verbissen und jetzt sehe ich das einfach, ja, warum denn mal nicht eine Runde spielen? Ja, wieso bin ich denn da rausgeflogen? Ich hatte geblockt. Ja, aber gegen den Falkenkick hilft Blocken nichts. Der ist einfach awesome. Oh Gott. Komm schon. Und Falkenkick. Und Falkenkick. Ich find's super, wie der Mann alles kommentiert. Der könnte auch ein Let's Player sein. Wer? Captain Falken. Der kommentiert auch alles. Falkenkick. Falkenpunch. Falkenatmen. Oh. Nein, nein. Was denn? Was? Ja, das hat gerade ein kleines Standbild. Ja, bei mir auch nämlich. Deswegen ja, das war im Spielen leck. Alter. Gewinne, gewinne. Ey, Mann! Mein Gott. Alter, ja, so kann man ja nicht spielen, ne? Also, das ist ja ganz klar, hier liegt jetzt am Lag. Da kann ich ja nicht viel für. Das Problem ist, es funktioniert auch nicht. Meine Tastenkombination. Ja. Verdammt. Ich wollte voll oft schon einen Smash machen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Deine scheiß Unverwundbarkeit, ne? Ja, das ist halt so, ne? Verdammter Stein. Schade. Wäre super, wenn der trifft. Wäre so viel Damage. Das wäre so schön. Alter. Ohne Spaß. Der greift auch immer in die falsche Richtung. Warum? Verrate es mir. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ja, Korn ist schon gehandicapt gewesen. Muss man ihm lassen. Da wäre er gut gekämpft. Oh Mann, Alter. Ich verstehe das nicht. Auch das ist das gleiche wie bei Bowser Jr. Ich habe irgendwie meine Angriffe nicht durchbekommen und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Okay. Wollen wir sonst noch einen hinten dranhängen? Ja, wir beide random. Aber wo wir random nehmen? Random Zufallscharakter? Ja. Nein, ich nehme nicht Zufall. Ich nehme Zufall. Oh, Ricky, das ist so langweilig. Ja, gut, okay. Nehme ich halt nicht Zufall. Ich habe. Oh Mann! Das nervt mich jetzt, dass ich zweimal verloren habe. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin halt einfach gut. Ich bin the best. Ja, aber ich. And you know it. Ja, ich habe das Gefühl, dass da nicht ankommt, was ich drücke. Okay, ja klar. Das ist ein total unzufriedenes Gefühl. Nein, du bist einfach so unzufrieden, weil du gegen mich verlierst. Das ist ja, nee, das ist, was ich so unzufrieden mache. Nee, ich wäre gegen jeden unzufrieden. Ja, stimmt. Ich aber auch. Jojo. Kannst du Jojos benutzen? Also kannst du damit umgehen mit Jojos? Quatsch. Wie Quatsch? Ja, na, warum sollte ich sowas können? Ja, weiß nicht, vielleicht früher damals in der Schule ein bisschen mit Jojo rumgespielt. Also ich konnte sowas nicht, ich war dafür mal recht untalentiert für. Und anderen haben die Gassi geführt. Also. Und bei mir hing einmal runter und einmal halb hoch und dann war es schon wieder aus. Warum funktioniert das nicht? Wer macht immer diese scheiß Gabel oder sie? Ich weiß nicht warum. Weiß nicht, vielleicht der Hunger. Das könnte sein. Alter, wie lange willst du noch? Das habe ich auch manchmal, dass ich das Gefühl, dass er nicht richtig nimmt. Mit welchem spielst du denn? Mit welchem Controller? Ja, gut. Der ist ein bisschen. Schon ein bisschen destroyed. Ja, gut, der kann man. Der ist nicht destroyed, aber der ist halt schon. Älter. Ja. Ich hab das Gefühl, dass das. Der Analogstick nicht richtig funktioniert, aber. Das ist eigentlich Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Ich bin nur schlecht. Du bist einfach nicht im Flow gerade. Und dabei komme ich gerade vom Arbeiten. Ja, gerade, dass du gewinnst. Ja klar, ich bin noch voll aktiv vom Arbeiten. Ja, doch, oder? Ja, natürlich, ich bin noch voll. Ich bin ja nicht fast eingeschlafen bei der Arbeit oder sowas. Weil es so spannend war. Oh, Gummihammer. Verdammt! Ja, tschüss, ne? Scheiße, ich wollte dich mit dem Thunder treffen. Nein, Kollegin. Ich wollte dich wirklich mit dem Thunder treffen. Das ist jedes Mal mein Problem, dass ich das versuche. Warum versuchst du das? Weil das so fucking viel Schaden macht. Okay. Das macht halt echt viel Damage. Wenn ich mich selber treffe und dann in dich reinfliege, das macht so viel Schaden, 30%. Hallo? Warum steh ich nicht auf?
Hast du das gesehen? Ja, ich hab mich schon gewundert. Das macht doch nur, wenn ich nicht drücke, oder? Ja. Ja, aber ich hab was gedrückt. Sonst zieh doch mal das... Pass auf, ich bleib mal ganz kurz stehen. Nein, nein. Doch, zieh mal das Kabel raus und pust mal rein. Ich... Ricky, soll ich dir mal was verraten? Was denn? Das hat zwar sehr oft geholfen. Ja. Aber das... Im Grunde, also das bringt nichts, in die Sachen reinzupusten. Das hat noch nie etwas gebracht. Das ist nur so ein, wie nennt man das? So ja, ein aber rein und rausziehen. Placebo-Effekt. Also wenn bei mir der Controller spinnt, steige ich ihn auch rein und raus oder mache ihn an und aus und dann geht er. Was du rein und raus steckst, das möchte ich gar nicht wissen, Ricky. Nee, das sei auch froh drüber, dass du das nicht weißt. Alter, was ist das denn für ein scheiß Feuer? Das ist das PK-Feuer. Lerne es lieben. Ja, das ist ja mega unfair. Es bleibt das da liegen, wenn du das einsetzt? Ja, nee, tatsächlich nicht. Oder was man sieht. Mann, mach doch diese Scheißattacke! Ah! Ich lass mich los! Komm schon, bitte, 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 bitte. Oh Gott. Feuer! Ja. Oh mein Gott, ist das spannend! Naja, geht so, ne? Ja, mich schon. Ich hab schon wieder viel zu viele Prozent, aber ich krieg wieder keine Attacke rein. Mann, mach doch den scheiß verfickten Hammer, du Olle Wendy. Olle. Verdammt, fuck. Was mach ich denn? Was mach ich denn da? Ja. Ah, mach. Das Feuer ist halt übelst krass. Mit welcher Tastenkombination machst du das? Ich mach nur nach links und nach rechts. Also Smash, so gesehen, nach links. Ja, das ist ja im Grunde so gut wie ein K.O. Ja, wenn du das machst richtig triffst. Du dir triffst? Damit selber Schaden, wenn du dieses... Nein, tatsächlich nicht. Aber ich versuch dich jetzt damit rauszuholen. Das ist so fucking OP. Na, wenn du deswegen jetzt verlierst, hast du selber schuld. Oh nein! Ich bin so behindert! Ja, meine Damen und Herren, so was soll ich Ihnen sagen? Er ist selber schuld, er ist dumm. Ja, das ist tatsächlich. Ich habe den Sieg einfach so gefroht. Aber egal, wir wissen, dass ich der Bessere war. Das hat man wir machen noch einen Kampf. Wir machen noch einen Kampf. Jetzt steht 2-1, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich meine, jetzt, ne? Ja. Wieder gehen wir hier mit einem Unentschieden raus. Oder ich bin einfach mal der... Oder du hast halt gewonnen. Aber die Tendenz ist jetzt nicht mehr so stark wie vor dem Kampf, ne? Nee, das stimmt. Jetzt hast du ja schon wieder einmal gewonnen. Und jetzt mag einer sagen, ja, Ricky hat sich ja dreimal selber umgebracht. Er war außer beim letzten Mal jedes Mal auch sehr stark angeschlagen und das ist seine eigene Schuld. Ich war dumm. Es tut mir leid. Wenn ich 3-0 führe und 2 Eigentore mache, dann bin ich selber schuld. Richtig. Richtig, richtig, richtig. So, Tunling. Gefällt mir. Du hast immerhin ein bisschen Abwechslung jetzt drin in der Charakter. Also immer einen anderen Charakter. Ja, ja. Ist mir auch wichtig. Ich hätte bei Ness bleiben sollen. Wow. Ich hätte wirklich bei Ness bleiben sollen. Ja. Oh, das wollte ich nicht. Mann, ich verwechsel das voll oft. Alter, kannst du mal meinen Mecha-Koopa in Ruhe lassen? Ich lass hier gar nichts in Ruhe. So. Hm. Oh Mann, wenn ich den da nochmal erwischen würde, das wäre übelst krass. Ja, das wäre ganz gut, aber für dich. Hä? Was machst du denn da? Was? Ey, irgendwas stimmt mit diesem Controller nicht mal ganz im Ernst. Wie gesagt, zieh ihn einmal raus. Warum? Auch Ricky, das bringt nichts. Ich kenne diesen Controller. Mit dem, das ist der Controller, mit dem ich auch immer Mario Kart Wii gespielt habe. Okay. Hallo, was mache ich denn da? Ich bin so dumm. Warum kann man eigentlich MK8 noch nicht damit spielen? Das frage ich mich. Ja, Ricky, gute Frage. Ja, das ist wirklich. Das ist tatsächlich, weil das geht doch auch bei... Das muss doch einfach fixbar sein oder so. Ja, klar. Also einfach so... Patchbar. Die müssen doch das einfach patchbar... Ja, fixbar. Die müssten das doch einfach patchen können, dass man das auch mit Mario Kart 8 benutzen kann. Richtig, das wäre awesome. Da würde ich mir tatsächlich auch einen holen, aber ich würde ihn für 2 Spiele wenigstens. Ich habe sowieso Angst, dass sie ihn wirklich nur für Smash Bros. Jetzt reingebracht haben. Und nur für Smash Bros. Ja. 40 Euro ausgeben. Nee. Wahrscheinlich schon. Oh, komm schon. Geh weg! Oh.
Oh, oh, oh. Ja, dieser Hammer ist so geil, aber... Wenn er trifft. Ja, damit treffe ich halt momentan auch überhaupt gar nicht. Schade. Ein bisschen zu. Bisschen zu früh. Geh weg, Mechaku. Nein! Boah, Alter. Verknapp. Mann, oh wieso? Gott! Trifft der nicht? Wie los? Oh, da fliegt er vorbei. Ah, da war da wurde. Ich frage mich, ob man damit in der Luft so treffen kann, aber wahrscheinlich schon, oder? Ich denke ja, weil der reagiert ja auf Berührung. Theoretisch. Es ist im Grunde wie eine Bombe von dir. Ja. Oh, Lacker. Was ist da denn passiert? Ich bin ausgewichen. Ah, oh, verdammt. Da hat natürlich auch genau... Oh mein Gott. So. Das gibt es doch nicht. Nein! Doppelbombe! So, jetzt muss ich probieren, noch irgendwie ein paar Prozente zu machen. Oh, schon wieder knapp vorbei. Nein, das wollte ich nicht! Ja! Da war schon wieder ein falscher Input. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich auch einfach zu schlecht und drücke falsch, aber... Ja, du, also man merkt, du wärst jetzt auf jeden Fall schon wieder ein bisschen wärmer. Ja, das stimmt auch. Also ich fühle mich gerade auch ein bisschen wärmer. Okay. Richtig warm. Okay, gut. Gut, das geht in eine Richtung, die ich nicht vorschlagen wollte. Aber elfjährige Kinder aus einem Anime. Was? Du weißt, ich den Anime gut finde und die Person hast es doch nicht, dass ich... Das ist immer so schlimm, ne? Diese Vorurteile. Nur weil... Volo steht auf 14-jährige Jungs, die sich wie Mädchen anziehen. Und eine Boyband sind, die eigentlich... Also eine Girlband sind, die eigentlich Boys sind. Das sind doch keine Boys. Jetzt hast du... Alter, Ricky! Jetzt habe ich... Warum beleidigst du denn da so kleine, so Mädchen, dass sie wie Jungs aussehen? Das ist doch krass. Also bei einer habe ich gedacht, Alter, die ist diese, die hat eine Gurke. Das ist in den asiatischen Ländern sowieso ein bisschen gefährlich. Deswegen! Es ist... Traps! Aber Traps trotzdem everywhere. Beleidigst du da gerade... Es kann natürlich auch sein, dass da auch wirklich Mädchen zusehen, aber es sind viele halt echt so... Ja... Müssen bestimmt jeden Tag rasieren. Mit 14, ja. Ja. Mit 14 hat man schon einen richtigen Bart. Vor allen Dingen auch die... Bam! Naja, aber du müsstest ja auch die Stoppel wegrasieren. Das ist ja nicht. Damit es bloß nicht auffällt. Hey, mit 14 hat man doch noch keine Stoppel. Ich hatte mit 14 Stoppel. Ja, Ricky, du bist auch einer von der ganz heißen Sorte. Oder so ein Pflaum, weißt du, diesen ganz weichen Bart noch über der Lippe. Ich hatte mit 14 auch keinen Pflaum. Nee? Nee. Nein, ich bin ja auch voller Testosteron. Ja! Ich habe geblockt. Und ich verstehe das nicht. Manchmal verstehe ich dieses Spiel noch nicht, Leute, aber das wird schon. Irgendwann werde ich das verstehen. Oh mein Gott, war der letzte Kampf noch knapp. Ich muss es auch öfter spielen, aber, und das ist halt das Problem, ich habe momentan immer Angst, dass ich einen Bluescreen kriege, wenn ich es spiele. Kann ich verstehen, hätte ich auch Angst. Deswegen habe ich es halt jetzt schon wieder vor lange nicht gespielt, weil eigentlich würde ich Smash Bros. Gerne öfters als einmal in der Woche bringen, aber ist halt immer so eine Sache momentan. Oh Mann, die Technik, Leute. Freundet euch nicht mit der Technik an, da hast du richtig, da holst du dir ein Arschloch ins Nest. Da bist du betrogen. Ja, da kannst du nichts machen. Gut, herzlichen Glückwunsch, Ricky. Vielen, vielen Dank. Ich möchte da natürlich nochmal eine Revanche. Natürlich, die wird es natürlich dann geben. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, ja. Weißt du, gleich höre ich wieder nichts von dem 3 Wochen. Ja, es ist... Naja, so ist das mit den Fame-Leuten, die haben immer nicht immer so viel Zeit für dich, aber gut. Es tut mir leid, ich bin halt viel unterwegs. Ich danke dir, Ricky, für diesen wunderschönen Part und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr diesen Part bewerten mit ganz vielen Daumen runter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und in der Beschreibung ist mit Sicherheit Rickys Kanal verlinkt. Und wenn nicht, dann schreibe ich einfach ein böses Kommentar. Tschüss! Tschüss!